Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir haben ja beim letzten Mal einen Teleporter gefunden, mit dem wir an ein paar Truhen rankamen. Und in diesen Truhen waren die Fragmente drin, die uns gefehlt haben, um hier mit dem Hühnchen und mit dem Hund zu traden. Und ich glaube, so kommen wir auch im Spiel weiter. Übrigens haben wir noch gleich mit dem Hühnchen geredet, wir haben nur versucht zu traden. Ah, ein Minish! Gack! Keine Angst, Würmchen! Gack! Ich bin nicht auf dir herum! Ich erzähl dir was, Gack! Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir bei den Abenteuern hilft. Sie ist aber nur den Aufrichtigen. Also beantworte ihre Fragen ehrlich. Okay, ja, die haben wir schon mal getroffen. Ich glaube, aber es gibt noch mehr von denen. Ja, wir haben genau zwei und genau zwei müssen wir auch von denen ausgeben hier. Das Hühnchen gibt uns irgendwas im Wald? Ich glaube, aber ja, das ist da, wo wir noch hin müssen. Ein goldener oder gelber Octorok? Ach, sind das goldene Gegner? Geben die irgendwie besonders viel Geld oder haben irgendwelchen Items in sich, wenn man die besiegt? Oder hauen die direkt schnell ab, weil die ganz viel Rubine haben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ist auch nicht so wichtig im Moment. Das können wir uns dann mal anschauen, wenn wir dann irgendwann mal da sind. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal. Der spricht da drüber. Können wir erstmal mit ihm tauschen hier? Achso, aber bevor wir tauschen, können wir mit ihm reden. Oh, Entschuldigung, es ist, weil ich mache gleich Platz. Sorry. Ja, warum denn? Sag doch. Er sagt es nicht. Hä? Jetzt hat er ein anderes Stück. Ich schwöre, da hat er vorher dieses Stück hier gehabt. Naja, gut. Können wir trotzdem traden. Wauwau heißt er. Der gute alte Wauwau. Gute alte Hundi. Irgendwo im Wald. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Ich erkenne den Ort gerade nicht wieder. Ne, da waren wir noch nicht. Ja, super, weg, puff! Hat was Gutes? Die Menschen der Stadt sind alle sehr freundlich. Ja, warum verschwindest du denn nicht? Du musst verschwinden, Mann! Stehst im Weg. Verdammt, wie krieg ich den Hund da weg? Ich dachte, das hätte mir jetzt geholfen, aber tatsächlich nicht. Ah, das ist aber immer noch ärgerlich. Okay, dann muss ich wohl noch mal etwas schlau machen. Wie eh und je. Hä? Jetzt bewegt sich der Hund auf einmal. Okay, hat das geklappt? Warte mal, lass mich nochmal groß werden. Und? Bewegt er sich jetzt? Tatsache, bewegt sich jetzt. Wow! Yay, also scheinbar muss man nur als kleinen Link mit ihm reden und traden oder so und dann hört er immer ab. Wunderbar, dann können wir uns jetzt hier unten noch ein bisschen umschauen. Es ist halt schwierig, etwas zu suchen, das man noch nie gesehen hat. Welche Form hat denn das Force wohl? Was ist denn mit dem König los? Ja, gute Frage. Besonders gut in Minitendo. Ich habe schon viele gesammelt, auch ganz seltene. Hey, ich schenke dir keins, auch wenn du mich darum bittest. Bin besonders gut in Minitendo. Was ist Minitendo? Weil sie ist ein Days. Und wer wohnt eigentlich hier? Hallöchen. Oh, ich sammle mysteriöse Muscheln. Man findet sie überall. Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren. Ah, du hast mir eine mysteriöse Muschel mitgebracht. Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figurlotterie teilnehmen. Glücksspiel, woo, hast du Lust? Klar doch, immer doch. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher dein Einsatz, desto höher ist deine Chance auf eine Figur, die du nicht hast. Wahrscheinlichkeit 100%. Ja, okay. Eine Muschel? Das ist eigentlich noch nicht so viel, aber du bist der erste Kunde, sonst hat niemand Muscheln. Okay, dann zieh mal an den Hebel. Das ist cool, jetzt wissen wir zumindest, was wir mit den Muscheln machen können. Collectibles sammeln! Ein Yoshi-Ei! Yoshi! Oh, wie 3D das ist, voll cool! Hä? Wie passt das da rein? Steingoro treten unter anderem am Gongolberg auf. Oh. Toll, eine Sammelfigur von etwas, was mich killt. Also Glückwunsch, schläge die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal links. Wenn du vor das Regal trittst, kannst du sie dir jederzeit ansehen. Hier? Das Regal? Ja, wirklich. Oh Gott, wie viele gibt's denn? Eieiei. Jetzt muss ich auch noch Figuren collecten. Jetzt bin ich auch noch Sammler. Oh, ich will kein Sammler sein. Ja, toll. Stein. Wie viele gibt's denn Pokémon-artig hier? Ne, 130. Also ein bisschen weniger als Pokémon. Aber 130, ey. Okay, ja, komm. Wie viele Muscheln? Keine Ahnung, ob ich das hier mache. Ich kann es euch nicht sagen, aber Junge, Junge. Ja, komm, 2%, dass ich nichts bekomme. Also bitte. Also ich bitte euch.
ein rotes Yoshi-Ei. Und... Krümel und Konditorbäckerei. Das Bäcker-Ehepaar von Hyrule. Am beliebtesten ist ihr Glücksbrot. Richtig. Yay. Neue Figur. Ja, los geht's. Ja, muss mir nicht immer jedes Mal das gleiche sagen. Komm, ich mach so lange eins, bis ich irgendwann ein Pech hab oder so. Ja, gut, dann zieh an den Hebel. Yippie. Ganz ehrlich, ich glaube, hier mache ich einfach eine eigene Folge draus. Wo ich die alle offscreen sammle und dann zeige ich euch am Ende alle. Käfer, Zoro Zoro, genau, wenn man manchmal im Gras büschelt, dann findet man diese Viecher. Treten an verschiedenen Orten auf. Keine Ahnung, was das für Viecher sind, habe ich noch nie gesehen, aber ja. Ein paar kann ich jetzt noch kaufen, aber ich kaufe jetzt nicht alle. Weil ich habe richtig viele Muscheln, ich kann jetzt so viel kaufen, wie ich will, theoretisch. Aber ich übertreibe es jetzt nicht. Ne? Ich kaufe jetzt noch ein, zwei Stück und dann mache ich das entweder offscreen oder in einer eigenen Folge, weil das dauert sonst so lang. Octorok, es gibt rote und blaue Octoroks. Ziemlich lästige Gesellen. Okay. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich noch von den Muscheln? Wo steht denn das? Hier, 106. Boah, ich habe einiges noch. Aber ja, das mache ich dann, wenn ich irgendwann nochmal drauf Lust habe, da ein bisschen zu gamblen. Oh. Hier ist wohl die Agentur der Arbeit. Naja. Ah, Dankeschön. Scharfe, scharfe Häusle, wenn wir hier fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Wir wüten in letzter Zeit so viele Monster, das macht das wirklich schwer, hier alles wieder aufzubauen. Ah, was für ein Stress, mit unserem Handwerksmeister ist nicht gut Kirschen essen. Aber tauschen tue ich trotzdem gerne. Ringo ist sauer! Ding! Aha, da können wir hin! Die Sackgasse hat nun endlich... einen Nutzen, und zwar eine Kiste. Naja, da können wir hin. Perfekt. Ja, yeah. Ich möchte auch noch tauschen. Das gleiche? Okay, langsam gehen mir die Fragmente wieder aus. Und ich dachte, ich hätte viele. Nee, irgendwie nicht. Da kann ich sogar hin. Doch, doch. Da müsste ich hin können. Hab ich recht? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich bin ein Meister meines Fachs. Ich mache nur erstklassige Arbeit. Das will ich dir doch glauben, du. Aber ich benutze mal ganz kurz auch einen Krug hier. Weil ich möchte mich verkleinern. Ding, 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 ding. Denn... Oh, bist du breit, Junge. Denn hier drüben gibt es zwei Orte. Einmal hier, wo jemand wohnt. Ah, nee, ist ein Ausgang. Okay, nee, muss ich nicht lang. Muss hier lang. Ah, warte mal. Ah, nee, hier wohnt jemand. Hm? Der Handwerksmeister ist ziemlich ungehobelt. Aber er ist ein feiner Kerl. Mehr hast du nicht für mich? Wozu sind diese Orte, wo man mit denen reden kann? Einfach um zu zeigen, ja, die wohnen hier halt überall, oder hat das einen größeren Zweck? Okay, das ist einfach nur jetzt convenient. Eine schnelle Art und Weise, hier in dieser Ecke der Map mich kleiner zu machen. Aber bevor ich mich klein mache, muss ich tatsächlich erstmal sterben. Nein, muss ich natürlich erstmal hier drüben reingehen und, ja. Was ist? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt. Störe meine Forschung nicht. Jetzt ein ungünstiger Moment. Okay, das Spiel lässt mich das noch nicht machen. Aber ich muss da hin. Schaut mal. Schöne mal, Kumpel. Bist du durch? Muss doch immer noch warten, bis er weggeht. Ja, da kommt man... Ach, das ist für das Haus nur. Und für das Haus. Die beiden Häuser ist das. Ansonsten nichts? Okay. Na gut, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt... ja... ein paar Kisten freigeschaltet. Zwei... Nee, eine hier im... Oh doch, zwei im Wald. Ja, okay, dann gehe ich in den Wald und hole mir die Kisten. Bis gleich. Okay. Einfach direkt in den Wald gehen. Hier kriegen wir schon direkt die erste Kiste. Mit... großen roten Rubinen. 200 Rubine wert. Grins. Ja, da grinse ich auf jeden Fall, weil das kann ich gut gebrauchen, weil jetzt kann ich wieder in die Bäckerei zurückgehen und in der Bäckerei mir ein paar Brote schmieren lassen. Okay, dann muss ich jetzt noch kurz den langen Weg nach unten latschen. Ja, komm, ich geh einfach hier lang jetzt schnell. Okay, hier, wo das Portal ist, können wir einfach, ja, hier nach oben. Hier ist die Kiste, ein Glücksfragment, reicher geworden.
Und ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, wir gehen als nächstes mal in... Nee, warte mal, wo gehe ich jetzt hin? Ich überleg's mir noch, wo ich jetzt nächstes hingehe. Cool. Leute, wartet mal, ich habe was gefunden. Hier bei dieser Brücke. Kann man hier lang, ne? Es gibt ja auch hier Treppe, wo man hier hoch kann. Da waren wir alle schon, haben wir schon mal alles uns angeschaut. Hier ist jemand Neues. Und hier drüben, wenn wir hochspringen jetzt und an einen neuen Ort kommen. Und zwar ist hier irgendwie ein Teil vom Tyloria-Wald, wo wir noch nicht waren. Wohnt hier jemand? Oh, eine Fee! Diesmal muss man nichts reinwerfen. Sie kommt einfach so vorbei. Sie war schon noch wach. Oh, diesmal ist sie vergoldet. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine. Viele, viele Rubine. Wirf bitte all deine Rubine in diesen Brunnen. Spinnst du? Schon klar, ich habe Zeit, dann warte ich weiter. Nein, du kannst... Nein, warte, Mädel, nein. Willst du mal raus und reingehen jetzt? Ich meine, ich war nur ehrlich mit ihr. Spinnst du? Wie viel will sie denn? Ich meine, okay, so ein 100er kann ich schon donaten. 100 Euro kann ich ja schon mal donaten. Das ist nicht so viel. Aber meine ganzen 229 kann ich dir nicht geben. Okay, ich werf ein bisschen Ei rein. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast? Wirst du all deine Rubine rein? Quatsch. Schon klar. Was ist da? Du bist zwar nicht meine Lieblingsstreamerin, aber hier, ich werf trotzdem mein ganzes Geld für dich rein. Du bist aber lieb, ich brauche gar keine Rubine. Oh. Weil du so freundlich bist, möchte ich bitte deinen Abenteuern helfen. Große Geldbörse erhalten, jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Nice, wir konnten ja vorhin bis nur 300. Und jetzt haben wir unsere zweite Verbesserung für die Geldbörse. Jetzt haben wir nicht so ein blaues Icon, sondern ein rotes, habe ich gerade gesehen. Mögst du erfolgreich sein? Danke. Ja, jetzt haben wir da rote Rubine und wahrscheinlich können wir bis 500 oder so tragen, würde ich das mal behaupten. Vermuten, besser gesagt. Cool. Und ich dachte schon, ich müsste mein ganzes Erspartes für sie ausgeben. Sie hat nur getrollt. Sie hat mir einfach so ein Sub geschenkt. Ach, aber sehr höflich von ihr. Moment. Ihr seid neu, ne? Aua! Aua! Ich bestelle jeden Tag das Feld. Und dabei habe ich ein Glücksfragment gefunden, Baby. Was mit dir? Willst du Fragment vereinen, Baby? Klar doch, Baby! Du-du-du-dum! Karo! Beim Gronen, wo wir noch nie waren. Hä? Ich fühle mich so stark! Eisenerz, yeah! Endlich ist sie offen! Ich gehe gleich hinein! Ach, schade. Wahrscheinlich hätte er noch irgendwas gesagt, wenn man so mit ihm geredet hätte, oder? Wie kommen da sogar hin? Nee, kommen wir nicht. Wir kommen auf den Berg gar nicht hoch. Also, falls er was gesagt hätte, dann sorry, jetzt habe ich es leider verpasst. Hey, hey, hey! Passt perfekt, Mann! Nice! Rock'n'Roll! Willst du Fragmente vereinen? Oh yeah, Rocket Baby! Rock'n'Roll, Baby, ich kann leider nichts vereinen, ich hab nichts, was passt. Tut mir leid, Mann. Buh, ist auch nicht, buh! Sorry, Mann, ich hab's leider schon aufgebraucht für den Hund und fürs Guckelding und, du weißt schon, ne, passiert. Warum geht das Tor nicht auf? Muss immer drumherum gehen, oder was? Ist hier doch irgendwas? Irgendwas? Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Höchstens Fragment, aber das haben wir wahrscheinlich schon eingesammelt. Na gut, geht die Suche weiter. Hä? Mario? Die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Aber gerne vereinen wir. Talon heißt er. Was zum Teufel macht Mario hier? Du, 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 du. Wo ist das? Achso, direkt neben Linkshaus, okay. Direkt bei Links Haus gibt's eine neue Kiste. Von Mario gespendet. Sie passen zusammen, jetzt passiert etwas Gutes. Ach, herrlich. Eine Muschel, schön. Ah, jetzt können wir in das Haus rein. Vorher ging es nicht. Aber jetzt können wir hier in das Haus rein. Weil es jetzt nicht mehr davor steht.
Und was finden wir hier so Schönes? Also wir können auf jeden Fall hier erstmal helfen, die Tür aufmachen, ne? Nee? Nee, sie meint ja, oder die meinten ja beide, der Schlüssel wäre irgendwo im Haus versteckt. Dad's Key gefunden! Isaac würde sich freuen. Schlüssel soll London Farm erhalten! Na komm, geht das nicht? Muss man von außen aus aufmachen. Ha, egal. Aber das finde ich lustig hier. Sieht alle so seltsam aus. Ich meine, ja, sie sind alle aus der Arztzeit von dieser Cartoon-Arztzeit von Windwerk und alles. Das ist trotzdem lustig. Hier, schau mal, der Schlüssel. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Mike? Ah, der zweite. Oh, guter Name. Wenn du zum Heilersee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Mit Mike der zweite meine ich jetzt. Weil der zweite Mike sind, der erste Mike war aus Kerberzort. Egal. Vielen Dank, Mike. Komm mal wieder vorbei. Wie wär's mit jetzt? Na, was sagt ihr dazu? Ich hab eine Kuh. Du hast uns vorhin sehr geholfen. Zum Heiliersee geht's am schnellsten über die hintere Fahrt unserer Farm. Yes, wir können weitermachen mit dem Spiel. Es geht endlich weiter. Wuhu! Yeah, baby! Okay. Warte, könnten wir sie nicht... Könnten wir ihr nicht die... Ihr wisst schon, die Milch wegnehmen? Ist das nicht? Nee. Jetzt habe ich umsonst mein Wasser verschwendet. Nur um es auszuprobieren. Schade. Schade, schade. Milka Schokolade. Okay, ja gut. Ich kann hier nochmal Wasser auffüllen. Nein? Nicht? Nö, scheinbar nicht. Hey, Kuh, Kuh. Okay, sagen alle das Gleiche. Aber hier ist was Neues. Eine riesige Kiste mit... Nochmal einer großen Geldbörse. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Jetzt haben wir einen großen roten Rubin. Ich hätte es cool gefunden, wäre es erstmal wieder ein großer grüner Rubin gewesen. Aber, hey, wie viel können wir denn jetzt tragen? 700? 1000? Wir können auf jeden Fall jetzt eine Menge Geld mit uns tragen. Wie ruhig es hier ist. Und die Kühe sehen wohl genährt aus. Ja, die kümmern sich hier gut um ihre Kühe. Ja, keine Ahnung, wie ich das hier benutze. Immer noch nicht. Aha. Das hier können wir aber auf jeden Fall benutzen. Tsching! Yeah, wir verdoppeln uns und kriegen dafür gleich einen großen grünen Rubin. Wahnsinn, 50 Rubine. Jetzt sind wir wieder reich. Freunde, wir sind wieder reich. Ein pinker Tingel. Ah, guten Tag, Herr Fee. Mein Bruder Tingel hat mir von dir erzählt. Wenn eine Fee kommt, soll ich mit dir Fragmente vereinen, hat er gesagt. Wie sieht's aus? Wollen wir Fragmente vereinen? Gerne doch. Jingle. Jingle. Oh mein Gott. Ey, ist doch mein Hund. Ey, unser Hund heißt einfach Jingle. Ich find's so lustig. Geil. Ah, okay, wieder beim Schloss Hyrule. Was ist hier so ein Hin und Her? Ich bin froh. Mittlerweile bin ich froh, dass die Map nicht so groß ist. Weil wäre sie größer, wäre das wirklich, wirklich schlimm mit den Fragmenten. Jetzt weiß ich, warum sie so klein ist. Sie passen perfekt. Mein Bruder wird sich freuen. Schön, dass ich Jingle glücklich machen konnte. Wunderbar! Was gibt's denn hier? Wieso komme ich da nicht lang? Muss man dafür klein werden? Scheinbar. Heilersee, Laden der Hexe. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber ich bin tatsächlich ziemlich neugierig und möchte erstmal hier nach oben. Ja, ja, ja. Denn wir können hier jetzt eine Abkürzung schaffen. Finally. Endlich. Und wir können hier hoch. Joings. Hier können wir kleiner werden. Und können hier fliegen. Lass uns erstmal fliegen. Wo können wir hinfliegen? Können wir hier rüberfliegen? Nee. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Hm? Wo können wir denn dann hinfliegen? Hier rauf? Yes. Und auf dem Berg. Was können wir hier oben alles machen? Fragmente finden? Schön und gut. Gott, das wird schwer, sich alle zu merken, mit dem man getauscht hat und mit wem noch nicht.
Eieiei, da muss ich mir wirklich vielleicht eine Liste machen oder so. Schieß ein Viech! Schwinde! Okay. Hier können wir nochmal fliegen. Nur wo lang? Ist die Frage. Vermute mal hier hin. Hat nicht geklappt. Hm? Fliegen. Ja, wohin denn? Auf die andere Seite von dort? Das würde mir zumindest halt einfallen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist jetzt meine einzige Idee. Wo soll man denn sonst hinfliegen? Ich versuch's noch einmal und dann mache ich einfach kurz klein zum Nisch. Ja doch, guck mal, der ist doch schon hier in der Ecke. Wo soll er mich denn sonst hinbringen? Wahrscheinlich, um über das Wasser hier zu kommen. Weil Link kann ja nicht schwimmen, er kann Seepferdchen. Plupp. Tschüss. Hat geklappt. Neues Gebiet wird erreicht. Was zum Heiliger See? Sollte ich hier überhaupt schon hin? Oh. Also ich meine, diesen Dungeon. Und das Haus von dem Typen, der da wohnt. London Farm. Aha, noch eine Abkürzung. Oh, ich freue mich. Wir machen mal Fortschritte. Oh, ich freue mich total. Hier können wir auch fliegen. Nur wohin? Darüber? Nee, das schaffe ich nicht. Oder? Hm? Versuch's mal. Hallo? Der Stein. Aber warum zeigt er denn nach unten hier? Na, das schaffe ich doch nicht bis dahüber. Viel zu hoch. Ja. Das muss anders funktionieren. Ja, also man kann hier fliegen. Noch sehe ich aber keinen Nutzen darin. Aber Abkürzungen schaffen finde ich immer gut. Bürgermeister Hagers Haus am See. Und am Ende der Straße ist ein Haus am See. Vielleicht gelangen wir dahin. Oh je. Ach, schau mal, wo wir sind. Hier geht die Story weiter. Das war gar nicht geplant. Und der Goldene. Aua. Aua. Oh Gott. Okay, warte. Ich brauche mein Schild. Okay. Okay, warte. Warte. Aua. Okay, warte. Warte. Nein. Ich will mich aufladen. Ah, verdammt. Nein. Der macht so viel Damage. Jetzt. Nein. Jetzt! Yeah! Fahrt, fahrt! Fahrt, aua! Bam, bam, bam! Boah, der hat richtig viele Leben, der Goldene! Down! Und wir kriegen einen blauen, riesigen Rubin mit Wert von 100 Rubinen, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Junge, Junge! Und wir kriegen hier nochmal ein Glücksfragment. Und ein neues Herz durch dieses Herzteil. Yeah! Jetzt macht das Spiel richtig Spaß. Muss ich euch sagen, wie es ist. Jetzt war ich richtig viel Fortschritt. Ich weiß immer noch nicht, wie man in diese Höhlen kommt, aber es werden wir schon noch rausfinden. Alright. Laden der Hexe Sirup. Hat sie noch ein bisschen Sirup für mich? Also, jetzt nicht falsch verstehen. Egal. Ach, egal. Ich rede aber nicht weiter. Bisschen den Rasen mähen. Kann nicht schaden. Muss das Schild halt gleich lesen. Ups. Was soll's.